gebe es also auch zu, dass mit dem alles, was ich verwenden kann, leuchtet, ist auch wirklich eine große Erleichterung. Nein. So. Okay. Schnell mal schauen. Sonst noch irgendwo hier ein bisschen Nickel. Ja. Das da ist auch Nickel. Das ist Nickel, ne? Ja. Scheiße, es ist wirklich Nickel. Weißt du, wenn man genug hat, dann oh, Nickelback. Weißt du, und schon ist Nickel kein Thema mehr. Gesucht wie doof und jetzt überall Nickel. Da, Nickel. Und ich habe Angst gehabt, es wäre abgezählt. Holde Einfalt. Was mich jetzt... Nein, ich... Nein. Mal schnell gucken. Habe ich jetzt Blei im Inventar? Immerhin eins. Das ist natürlich zu wenig. Oh, Seek Fluid Intake. 25, 50. Komm, einmal richtig. Vital Signs Stabilizing. Und ab geht's wieder hoch. So. Also von den Sachen, die ich bauen will, habe ich alles. Ja. Ja, da geht's wieder runter. Dann fahren wir doch mal diese Strecke. Ja, wo geht's denn jetzt hoch? Hoch. Da. Von da kamen wir irgendwie. Zeig mir den Weg nach oben. Ja. Ernsthaft. Ich kann es nicht liegen lassen. Es tut mir leid. Also, wir haben jetzt echt genug davon, aber na, irgendwann fehlt es nochmal. So wie Blei immer. Ah, gut. Das ist jetzt hier. Jetzt, das wäre es jetzt gewesen. So ein monströses Bleigebilde, ne? Wo wir dann einmal mit dem Bohrer dran gehen und dann einfach mal. Achso, ja. Immer hier die Verteidigungsdinger an. So, jetzt müssten wir aber wirklich hochkommen. Ah. Mhm. Das ist das. So, nee. Nochmal. Runter. Wie kommen wir aber hoch? Da haben wir massenweise Kristall. Wenn da jetzt noch so ein Bleiberg liegen würde, dann würde ich hier auch eiskalt mal Halt machen. Okay, das sieht so aus, als könnten wir hier hoch, aber... Ich schaue genau nach dem, was ich eben gesagt habe. Einem großen Bleiberg. Weil ich meine, jetzt haben wir das Ding dabei. Ach, und wir können zur verlorenen Signalboje. Von der ich gar nicht weiß, ob ich schon da war. Okay, was ist das? Das ist aber schwebend. Das ist auf keinen Fall Blei. Gold. Erstmal lesen, was es ist. Hallo? Hallo, wo war das jetzt? Ah, da. Gold, ja. Na gut, das ist klar, aber jetzt gucken wir doch mal, wie viel Platz noch in dem Dings ist. Jede Menge. Ich sage, dann holen wir uns einfach mal ein bisschen. Hey.
Vorrat. Das klingt schon sexy. Fahrt. Ja, ja. Jetzt geht es ja hier wieder runter, aber egal, wir wollten ja gucken. Also Kristall brauchen wir im Moment nicht. Aber es hätte sein können, dass wir irgendwo noch ein bisschen Blei rumliegt. Weil ich glaube, für die ganzen anderen Abteils brauchen wir das. Oder sollten wir vielleicht doch... Du gehst weg. Ah, ich flieg mal hier hoch. Weil Blei war ja immer nur eine Sache von ein paar Sekunden. Dann ging das ja. Was bitte ist... ist das so ein Blei-Ding? Das ist das Silber-Ding. Okay, was haben wir denn hier? Ah, ja. Ein Abteil. Das gucken wir uns doch mal schnell an. Weil, wer weiß, vielleicht ist es ein Abteil, das ich noch gar nicht kenne. Aquariumabteil. Kenne ich, glaube ich. Ja, okay. Jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen Platz, ne? Weil das hier ist nicht nötig, weil das kriegen wir in so rauen Mengen. Ja, Entschuldigung. Was ist das denn? Ah, ja. Der einzige Nachteil an dieser Sache ist, dass sowas passieren kann. Ja, Salz, ne? Gut, weg. Und zurück zum Spiel. Also ich finde das, was wir jetzt haben, ist schon recht komfortabel. So. Oh, noch was. Können wir das von hier aus schon erkunden, was es sein könnte? Weil noch ein Aquarium brauche ich natürlich nicht. Aber irgendeinen Stoff. Irgendeinen Dings haben wir noch nicht. Ja gut, das können wir dann noch sein lassen. So. Achso, da war ja die verlorene Boje, ne? Ne, da ist noch eine andere. Doch Delta? Nee. Die da. Die will ich haben. So, dass wir dann auch an dem Bleiberg vorbeikommen, ne? Klar. Den Goldberg, ne? Nicht der Wrestler. Gut, hier ist also... Ach, das ist dieses Schiff, dieses furchtbar, furchtbar große Schiff. Wieder was, das ist einfach nur Schrott. Nein. Okay.
könnte die sein? Und waren wir hier schon? Ist es dieses riesige Ding mit nur einem einzigen... Also wo ich halt gestorben bin auch, ja. Was soll die denn sein? Ich da rein. Weil die Sache mit der Tiefe, im Moment sind wir ja da in einer sehr, sehr bequemen Lage. Oh, was haben wir denn da? Oh, ah ja, das war das hier, genau. So, okay. Wir versuchen es. Erstmal die Frage. Ja, okay. Also, erstmal das da. Nein. Okay, hier waren wir natürlich schon. Den Bohrarm brauchen wir nicht. Da ist nichts. Genau. Wo ist denn jetzt die... Nein. Richtung. Okay. Mhm. Ja, aber nicht auf dem direkten Weg, ne? Ah ja, gut, okay. Einfach nur das machen wir und dann fahren wir einfach wieder zurück. Ist ja, ne? Wir sollten uns ja nicht verlaufen, weil das ist hier einfach fatal. Hier sind wir ja schon mal so ein bisschen dran gescheitert, deswegen sind wir da auch sicher. Das heißt also einmal hier rein, klar. Aha, hier ist also das Interessante. Und wir haben hier keinerlei... Nein. Wie kommen wir da rein? Nicht. So. Doch. Ah, gut, die machen wir noch auf. Ja, jetzt haben wir ja wieder genug. Ah ja. So, das haben wir. Jetzt gehen wir einfach mal nochmal zurück. Das war hier oben, ne? Oder haben wir es gerade jetzt schon wieder versaut? Klar haben wir. Ah ne, hier geht es ganz raus. Gut, wenn es ganz raus geht, dann haben wir es geschafft. Okay, irgendwas... Seek fluid intake. Ja, ja. Ich brauche eher Sauerstoff. Wo ist mein... meine Krebsbahn? Durch die Nacht... Na komm. Nein, gehst du bitte? Hallo? Oh nein, ich bin raus. Was ist denn jetzt? Ah, nein. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Was hab ich denn da? Nein, das... Ah. Ja, wenn ich jetzt hier... Deswegen verrecke.
So, jetzt lesen wir mal. Warte mal. Wir lesen. Ja, der ist neu, der ist aber unwichtig. Logbuch, was haben wir denn da? Aha. Ich lebe. I'm alive. Ja, Stefano hat saved mich me. gerettet. The Mercury attempted an emergency takeoff and everything seemed fine. I was helping the bridge crew with the emergency takeoff since the crew is, well, was shorthanded because of everything. I heard the sound of metal tearing and for a split second, everything was tinged bright green and unbearably hot. Then I saw daylight and I was looking down at the ocean and ice. The strongest wind I've ever felt roared in my ears, ripping through the ship. People went flying out the side of the Mercury, so much screaming and chaos. I was lucky. I had just clipped into my sea tanker. Stephanos came out of nowhere, like a malaika, an angel. I felt his rough, calloused hand grasp mine with the gentlest of urgency. It felt like time slowed, he said. I gotcha. Just follow me, Ella. I don't know how, but he used an emergency tether to drag me to the nuclear reactor core, the strongest bulkhead in the ship. We hit the water and everything went black. He's sleeping. I think he might have hit his head. I'm exhausted. The adrenaline has long since worn off and my body aches. I think I might have fractured the rib. I'm gonna shut my eyes for a bit. When I wake up, I'll figure this out. Okay. I'll save us. Gut. Auch das ist wichtig. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Ich kann mit dem Krebs da nicht durch. So. Ich würde sagen, wir trinken was. Ja, und komm. Vital signs stabilizing. So, dann schnappe ich mir das Messer. Und Calorie intake recommended. Ja, das habe ich jetzt gerade vor. Dafür brauche ich aber einen Fisch. Da ist aber kein. Diese Fische kann man wohl nicht essen. Wieso sind hier unten keine Fische außer diesen Schwärmen? Das ist ja doof. Ja, den will ich auch nicht, den kann ich auch nicht essen. Und den erst recht nicht. Sag mal, Leute. Wie wär's denn mit, hm? Lecker. Fischi, Fischi. Ach, wisst ihr was? Es ist ja nicht weit von zu Hause. Oder was haben wir denn da? Warte, warte, warte. Was leuchtet denn da? Was leuchtet denn da? Was leuchtet denn da? Was leuchtet denn da? Was... Nichts. So, können wir den essen? Nein. So, und wir speichern. So, 50. Ja, komm, dann trinken wir das auch noch. Dann wissen wir, dass wir danach einfach dann. Vital signs stabilizing. Der ist noch voll. Gut.